Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Ich bin auf dem Weg in den Real für ein bisschen Abendessen und die Zeit kann man natürlich wieder nutzen für einen Vlog. Ich habe nur allerdings keinen Bock gehabt, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich glaube, wenn so die Temperatur noch nicht 10 Grad erreicht hat, habe ich echt nicht so das Fahrradgehen aktiv. Also Longboard. Ab Mittag war das Wetter ein bisschen besser und war ein bisschen wärmer. Aber morgen sollten die Temperaturen wieder an den Punkt kommen und es soll die Sonne scheinen. Also ich habe für morgen Mittag mal ein bisschen Fahrradfahren nach Burbach hin und zurück eingeplant. Gut, zu Gilugi. Ich habe mich die Woche ja vorbereitet auf das Vorstellungsgespräch heute, zweite Runde. Und zwar war das ja die Geschichte mit dem Python-Arbeitgeber. So, wie lief's? Es gibt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen, wobei die schlechten Sachen entfallen gewissermaßen, weswegen nur noch die guten Sachen, sobald ich da anfangen würde, da wären. Ich müsste mich maximal einen Monat mit den schlechten Sachen auseinandersetzen. Und ich glaube, der Rest sind gute Sachen. Klingt mal wieder sehr verkryptisiert. Aber wir wollen ja die Spannung ein bisschen hochhalten. Kacksteine. Gutchen, also. Das war es vielen Gründen sehr interessant. Ich fange natürlich auch mit den guten Sachen an, ist ja Logo. Also was war interessant für mich vor allen Dingen? Stellt euch vor, ihr habt eine komplette Sprache, mit der ihr euch nicht gut auskennt. Und ihr habt ein komplettes Ökosystem, mit das ihr eigentlich gar nicht kennt. Und eure Aufgabe ist es nun Folgendes zu tun. Ihr habt 16 Stunden. Innerhalb von 16 Stunden sollt ihr euch einen Überblick über das Ökosystem verschaffen. Einordnen, klassifizieren, die gesamten Konzepte erfassen und nach Möglichkeit vergleichen mit Konzepten, mit denen ihr bereits vertraut seid, sodass ihr zumindest einmal basierend auf dem, was ihr kennt, in dem Vorstellungsgespräch Arbeitsweise und Ökosystem einschätzen könnt, folgen könnt und die Arbeitsweise im Unternehmen verstehen könnt. Okay. Hätte ich nicht die langen Jahre Erfahrung, hätte ich das in 16 Stunden natürlich nicht geschafft. So, also Checkpunkt. Die langen Jahre Erfahrung als PHP- und Java-Entwickler haben dazu geführt, dass ich in einer kursorischen Analyse der Dokumentation hinreichend viel sehen kann, um zu verstehen, wie funktioniert der Krimskrams da, welche Vorteile hat das, welche Nachteile hat das und sogar beurteilen zu können, ob die Art und Weise, wie gearbeitet wird, innerhalb von diesem Ökosystem so überhaupt Sinn macht oder ob da nicht andere Ökosysteme sinnvoller wären. So, und das habe ich geschafft. Okay, das zeigt zumindest mal, dass ich weiß ja nicht, ob der generische Studienabgänger so eine Analyse dann durchführen kann binnen 16 Stunden, aber naja, ne? Die meisten Leute, die ich von der Uni kennengelernt habe, die auch bei mir mal im Vorstellungsgespräch waren, die haben nicht mal ein Ökosystem überhaupt verstanden gehabt. Geschweige denn, dass sie zwei gehabt hätten, von denen sie dann hätten zehren können. Okay, also das mal dazu. Das war schon eine ganz interessante Experience, dass ich das kann. Sofa, so gut. Zum Arbeitgeber selber, das ist einer der wenigen Not-Noob-Arbeitgeber, der weiß, was er macht. Und wenn ihr zu diesem Unternehmen geht und fordert eine Leistung an, habt ihr definitiv einen professionellen Dienstleister, bei dem sowohl der Vertrieb, die Geschäftsführung, die Grafikabteilung
und auch die Softwareabteilung wissen, was sie da tun. Das ist in hohem Maße herausstreichenswürdig. Das meine ich ernst. Also bei denen seid ihr als Kunde definitiv nicht am falschen Platz. Und das sage ich so, wie ich es meine. Insofern, naja, gut. Der eine Verlag, der halt gemeint hat, seine E-Books, nee, aber dann halt blöd, ne? Weil da wäre er gut aufgehoben gewesen. Anyway. So, was war halt im Wesentlichen abzusehen, Vorstellungsrunde, lang labern, danach ging es dann weiter und an der Stelle, das hat mir extrem gut gefallen und von daher bin ich den Leuten echt sehr dankbar, weil egal was dabei rauskommt, ich habe für die 16 Stunden, die ich in die Einarbeitung investiert habe, nicht nur ein Mittagessen bekommen, sondern ich habe 2 Stunden intensiv Fragen zu Arbeitsabläufen und den verwendeten Technologien stellen können von Leuten, die damit wussten, wie man damit umgeht und die diese Fragen, wenn nicht jeder alles, aber zumindest mal insgesamt konnte irgendeiner die Frage beantworten, weil das macht auch Sinn. Soll ich das jetzt nicht direkt ansprechen? Hm, vielleicht ja. So, also die haben halt, das auch das Gute bei denen ist, die haben 4 Leute da sitzen und jeder hat seinen Hauptbereich, in den er spezialisiert ist. Das hat gewisse Nachteile. Wenn es 8 wären, wäre Redundanz da. Da es nur 4 sind, ist die Urlaubsplanung immer so eine Sache. Gut, aber es gibt da so ein Keyword, das heißt Full-Stack-Entwickler. Das heißt, die Full-Stack-Entwickler, die machen alles. Frontend, Backend, ich kann euch versprechen, irgendwas verkacken sie. Und wenn die Nutte gut aussieht, hat sie bestimmt AIDS. So, und das ist bei denen halt nicht der Fall. Die haben sich schon ein bisschen spezialisiert, die 4 Leute. So, und meine erste Einschätzung ja war ja, dass die eventuell so langfristig mal so mal Gedanken machen sollten, von dem Python-Krimskrams runterzukommen, um in sowas Industriestandardisiertes wie das Java reinzukommen. Aber es ist ja auch immer so, Werkzeuge müssen den Arbeiten angemessen sein, die gemacht werden müssen. Und von daher habe ich auch was extrem Interessantes halt auch gesehen. Und zwar viele von den Dingen, die wir im Java-Umfeld halt explizit ausformulieren oder strukturieren, müssen die gar nicht machen. Und zwar, weil die, das fand ich ganz extrem interessant, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die das so machen, dass das so geht und dass das so Sinn macht. Die verwenden ihren, also im Java-Umfeld haben wir halt einen Tomcat und das ist ein Server und da drin läuft halt dann ein Framework wie Spring. Und darin programmierst du halt dann so. Und die haben halt einen Applikationsserver und der enthält halt die wichtigen Komponenten für das Application Wiring bereits drin, dieser Zoop. Das heißt, der Dependency Injection Teil und der Container davon, der ist dann halt Teil dieses Zoop. Das heißt, da ist der Spring-Äquivalent ist direkt im Server drin. Und dann verwenden die das Standard Vorzeige, Frame, Content-Management-System, aber nicht nur um Content zu managen, also ihre Dokumente, die sie erzeugen, sondern auch zur Steuerung von Geschäftsprozessen, was in dem Fall unheimlich viel Sinn macht, weil die arbeiten mit Dokumenten. Und das ist so eine Kombi. Wenn man das versuchen würde, jetzt rüberzuziehen nach Java, hätte man eine Menge mehr Arbeit, die man halt für diese geschenkte Infrastruktur des Management-Systems fertig geliefert bekommt. Das muss man alles nochmal reimplementieren. Und für den ihren Zweck in-house, was die da machen für ihre Geschäftsprozesse, denke ich, ist das, was die da benutzen, die beste Lösung. Vermutlich wird es sogar echt Sinn machen, weiter dabei zu bleiben.
Frage ist dann auch bei den Projekten, die extern genutzt werden, macht das da dann noch so Sinn? Da müsste ich mehr sehen. Aber ich vermute mal, möglicherweise schon auch. Gut. Also es ist auch viel Arbeit, die nicht sich machen müssen. Weil viel von den Dingen, die ich normalerweise abtesten müsste, muss ich nicht testen, weil die Teile der Infrastruktur vom CMS sind. Und die wurden schon vom CMS-Team getestet. Also das ist eigentlich eine ziemliche Win-Win-Geschichte, was die da machen. Interessant. Also kann ich halt erst wissen, wenn ich sehe. Und das, dafür war ich ja da, um zu sehen, was machen die da. Ja, ich glaube, ich mache da mal ein bisschen Platz. So. Also wie gesagt, ich habe da 2 Stunden Einblick in Prozesse bekommen, wie das funktioniert. Spannend. Vor allen Dingen so als mal als Fazit, sie kochen mit Wasser. Das ist cool. Und das Wasser heißt vielleicht ein bisschen anders an einigen Stellen. Aber grundsätzlich ist mir vollkommen klar, was sie da machen. Das ist auch sehr gut. Wenn ich immer jetzt reingekommen wäre und hätte gesehen, keine Chance. Weit weg von allem, was ich jemals gesehen habe. Dann hätte ich sagen müssen, sorry, macht keinen Sinn. So, aber ich habe nichts gesehen, was ich nicht innerhalb von einer Minute verstanden hätte und erklären hätte können, was da war. Im Hinblick auf Architekturen, die ich bereits kenne oder Technologien. Das heißt, im Prinzip ist es nur noch Umdenken und Umbenamsen. So, und meine Abschätzung, dass ich Vollzeit ein halbes Jahr brauche, bis ich da produktiv mitarbeiten kann, möchte ich mal freundlich, enthusiastisch bis sportlich reduzieren auf 2. Gut. So. Es gab aber eine Sache, die mir wieder bewusst geworden ist, was mein Problem ist. Und zwar, das ist immer die Kommunikation mit Mitarbeitern. Und gerade wenn du so Software, also wenn du Unternehmen hast, in denen programmiert wird, hast du immer so eine sehr heterogene Mannschaft da sitzen. Dann sind halt die einen, die von der Uni kommen, die anderen kommen von der FH, die anderen kommen von der HTW. Und das zu integrieren ist halt ein bisschen schwierig, insbesondere wenn du Leute hast, die noch nicht so viel gesehen haben, weil sie jetzt beispielsweise jetzt seit 2 Jahren erst im Beruf sind. Und wenn du lange auf der Uni warst und hast viel gesehen und dich für viel interessiert und hast viele Sachen gemacht über Jahrzehnte, so steht's. Also ja, auch Jahrzehnte auf der Uni. Aber ich habe ja nicht nur auf der Uni gesessen. Ich habe ja noch so nebenbei mal irgendwann 35.000 Euro pro Monat Provisionen erwirtschaftet. Ja. Ist halt das Problem, wenn du dich mit jemandem unterhältst, versteht er dich. Und das Verstehen bedeutet, kennt er die Worte und kennt er die Konzepte. So, und wenn du auf der Uni warst in den letzten 10 Jahren, wirst du auf der Uni Saarbrücken funktionale Programmierung angedrückt bekommen haben. Push, 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 push. Und warum? Hast du funktionale Programmierung verstanden? Bist du auf der Gewinnerseite des Lebens und den restlichen imperativen Scheiß steckst du mal so nebenbei in die Tasche. Und du kommst halt von der besseren Seite an die Geschichte ran, nämlich von der mathematischen. Und dann steckst du den restlichen Krimskrams auch mal so in die Tasche. So, und das ist halt nicht der mathematisch-technische Teil, ist halt eher nicht der pragmatisch-praktische Teil, mit dem du von der HTW kommst. Das heißt, wenn dann, du dann mit deinem Kollegen dann da sitzt und der, ja, ich interessiere mich für Programmiersprachen. Und alles, was ich da mitnehmen konnte, habe ich mitgenommen. Ey, super, cool, du ich auch. Wie steht's denn bei dir mit funktionaler Programmierung? Weil das ist ja ein ganz großer Teil von Python. Ja, nee, habe ich nicht gemacht, kenne ich nicht. Ja, ja, nee. Naja, hat er auf der HTW nie zu sehen bekommen. So, das heißt eigentlich der einzige wirklich geile, sexy Teil von Python, nämlich die implementierten Konzepte funktionaler Programmierung, die dir dann halt dann nützen, wenn du im Parallelbetrieb auf Futures wartest oder
Beta-Reduktion von Ausdrücken, Endrekursion. Also der richtig geile Teil von Python blieb ihm verschlossen, weil er hat halt nicht auf der HTW gemacht. So, soweit so gut. So far so gut. Aber jetzt kommen wir zu dem Teil. Der fand ich ein bisschen sehr ungeschickt von der Sache her war. Ich hatte mit dem Masterabschlüssler von der Uni zero Kommunikationsprobleme. Der hat alles verstanden, was ich gesagt habe. Das ist auch irgendwo recht naheliegend, weil der hat halt die ganzen. Der hat sich halt für Softwareentwicklung interessiert, Softwareentwicklung mitgenommen. Der zweite Mitarbeiter, bei dem hatte ich das Gefühl, dass er manche Sachen nicht gekannt hat. Aber der hat schon so einiges mitgenommen gehabt. So, und jetzt kommt der Punkt. Ich sollte einen Mitarbeiter ersetzen. Also mein Job ist der Job von dem Mitarbeiter, der geht. Okay, so. Von der Position her macht es natürlich im ersten Ansatz extrem viel Sinn, mich zu dem Mitarbeiter zu setzen, der gerade geht. Insbesondere, wenn ich in das Projekt rein soll. Macht voll Sinn, gell? Hm? Okay, warum ist das aber vielleicht dann suboptimal? Okay. Ihr wisst ja, der Unterschied zwischen Patrick und einem Affen ist, der kennt das Wörtchen W mit W warum und stellt halt eine Frage. Man antworten muss man nicht, aber gefragt, okay. Warum habe ich die Frage gestellt? Ich habe seinen Code gesehen. So, und ich habe seinen Code gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon einen Haufen Schrott gesehen. Ich habe wirklich einen Haufen bemitleidenswerten, unterirdischen, inkompetenten Rotz und Schrott gesehen, für den niemand bezahlt werden sollte. Und das war das nicht. Das war lesbar. Das war ordentlich. Es war lesbar und aufgeräumt. Es war okay. Und ich habe ihn sogar gleich erwischt. Kann natürlich sein, dass er den Code an der Stelle nicht geschrieben hat, weil er ist nicht drauf angesprungen. Aber ich habe ihn erwischt, dass er in einem Formular, in der Methode, die das Formular bearbeitet hat, als allererstes defensiv geschaut hat, ob die zugreifende Methode eine Post-Methode war, also ob die Post war. Also HTTP-Method, nicht Methode im Sinne von Python-Methode. Also da war gleich zum Anfang waren da Asserts drin. Und das ist defensive Programmierung. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Fall überhaupt nötig war. Weil es sein kann, dass die Methode eh nur vom Router über das Framework gecallt werden würde, wenn die Post-Methode gesetzt ist. Habe ich aber jetzt nicht gesehen. Müsste ich das Framework schauen. Oh! Okay. Nicht so viel Sauerstoff einmal verbrauchen, weil reden und gehen und laufen fahren ist zu viel. So, also. Der Puff hat keinen Schrott geschrieben. Ehrlich nicht. Es war ordentlich. Okay? Also wirklich okay. Also, ich hab's lesen können. Es war kein Scheiß. So, der Puff hat aufgehört. So, fragt euch, warum? Weil wenn ich da jetzt. Man will halt immer wissen, warum wird der Stuhl frei, ne? So, und dann kam eine interessante Antwort. Das hätte ich nicht erwartet und sowas habe ich auch noch nicht gehört. Aber an der Stelle habe ich mir einen hohen Respekt gezollt. Und zwar war die Antwort auf die Frage, warum verlässt du dieses Unternehmen? Weil ich kein Programmierer sein will. Dann habe ich so, okay, darf ich fragen, weshalb? So, und dann kam der Witz. Er hatte keinen Bock, 8 Stunden am Tag still an seinem Platz zu sitzen, weil es ihm fehlt, mit Menschen zu interagieren. Weil er das, ihm das halt fehlt. Ich sag, du, ich verstehe deinen Punkt komplett. Deswegen bin ich YouTuber. Deswegen gehe ich auf Conventions und rede mit Leuten. Mache Eventberichterstattung. Und zum Zweiten möchte ich dir aus tiefem Herzen, ehrlich gefühlt, ernsthaft gratulieren zu deinem Rückgrat für dich und dein Leben Verantwortung zu übernehmen, dass du sagst, das ist nicht richtig für mich und ich möchte in meinem Leben glücklich sein und deswegen muss ich das tun, was für mich richtig ist und deswegen achte ich auf mich und deswegen kündige ich jetzt hier. Weil dazu gehören richtig dicke, fette Eier.
für sich und sein Leben Verantwortung zu übernehmen. Wow. Das hat er gemacht. So, das aus mehreren Gründen halt überraschend auch, weil Nummer eins, der Code, den er geschrieben hat, war kein Rotz. Und Nummer zwei, er hat nicht so ausgesehen. Also er hat eigentlich ja so ausgesehen, so wie der maximal introvertierteste von der ganzen Gruppe, von der ich halt gedacht hätte, der geht im Lebtag nicht an die Sonne. Aber genau derjenige war, der gesagt hat, sorry, ich brauche Licht und Leute. Wow, bin ich überrascht. Na gut. Okay, er geht also. So. Ah. Aber ja, vielleicht erkennt ihr jetzt schon das Problem an der Sache. Wenn du ins Vorstellungsgespräch gehst und du bekommst dein zukünftiges Team vor die Nase gesetzt und derjenige, den du als direkten Ansprechpartner bekommst und der beurteilen soll, ob du ein guter Entwickler bist, ist ausgerechnet dann derjenige, der keinen Bock hat zu programmieren. You get it? So, mit anderen Worten, jemand, der gerade mehr oder weniger frisch von der HTW kommt und 2 Jahre programmiert hat im Unternehmen und jetzt gehen möchte, weil Programmieren nichts für ihn ist, und der zwar sich für Programmiersprachen interessiert, der aber außer imperativen Programmiersprachen, also jo halt, ne, nichts gesehen hat, derjenige soll beurteilen, wie gut du als Programmierer bist. Welche Probleme bestehen? Naja, ganz einfach. Du schaust dir was an, kennst die Konzepte, die dahinter stehen, sprichst die Konzepte so an und er versteht dich nicht. Warum? Naja gut, selbst das Plone implementiert letztendlich Konzepte aus den Enterprise Patterns. Fasst natürlich ein paar Sachen zusammen. Okay. Aber ich habe es so gesehen. Mir war das dann auch klar, was da passiert. Und ich habe ja auch schon in Frameworks gesehen, wie die Router funktionieren und. Das Data Binding und. Und viele von den Begriffen kannte er einfach nicht. Mit anderen Worten, wir haben miteinander gesprochen. Und viel von dem, was ich gesagt habe, hat er überhaupt nicht verstanden. Und basierend darauf, dass er dann beurteilen soll, was ich gesagt habe, und er versteht die Worte nicht. Seht das Problem? So. Deswegen habe ich mich im Gespräch natürlich auch an die Leute gehalten, die mich verstanden haben. Die natürlich dann letztendlich nicht diejenigen waren, mit denen ich hätte sprechen sollen. Aber was nutzt es, mit jemandem die ganze Zeit zu sprechen, der nicht versteht, was ich sage? So, und dann gleich der nächste Clash. Ich bin Softwareentwickler, mich interessiert Struktur, mich interessiert nicht Code. Weil Code implementiert Struktur. Und ob ich jetzt den Code so oder so oder wie auch immer mit was, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, wenn man einen Algorithmus hat, interessiert der Algorithmus. Aber es interessiert nicht unbedingt, ob man den jetzt in Python oder Java oder wie immer implementiert, sondern der Algorithmus ist interessant. Wenn du mich fragst, wie löst du ein Problem? Dann fragst du mich, was ist eine Lösung? Und wie man die Lösung nachher implementiert, interessiert mich kackegal. Ja, und ob du jetzt hingehst, ganz konkret, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Vergleich machen soll zwischen 2 Dokumenten, dann interessiert mich der Stand von Dokument 1 und der Stand von Dokument 2. Aber mich interessiert nicht das konkrete Dokument, sondern mich interessieren die Unterschiede. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas habe, was aus dem das Dokument erstellt wird und die Unterschiede sind da drin, dann muss ich das Dokument nicht erstellen. Okay? Sondern ich muss nur gucken, wo sind die Unterschiede. Habe ich aber die Unterschiede, kann ich die Unterschiede mir raussuchen, merken, an der Stelle habe ich einen Unterschied. Und wenn ich dann mein Dokument erstelle, verbinde ich einfach die Stellen, an denen die Unterschiede waren, reagiere an den Stellen, hau einen roten Rahmen drumherum und schicke das dann raus. So, das ist im Prinzip, wie man das machen kann. So, und er wollte es halt bei der Anzeige machen. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja kein Problem. Du kannst das, was ich ja fertig gemacht habe, ja gerne anzeigen. Nur ich fummle nicht im fertigen Dokument rum. Das macht keine Banane. Ja, also
er ist nicht eingestiegen, er ist halt auf der praktischen Ebene gewesen. Ich habe ein Dokument und will ein Dokument was machen. Aber das ist Quatsch. Wenn du die Unterschiede hast, aus denen du das Dokument erstellst, dann gehst du erst an die Unterschiede ran, bevor du es erstellst. Du tust dich nicht mit einem riesen Dokument rumschlagen, um da die Unterschiede zu finden, sondern dich interessieren, welche Versionen hast du von den einzelnen Items, die da drin sind. So. Dann findest du die unterschiedlichen raus, dann hast du die unterschiedlichen und jedes Mal, wenn du auf eins dieser Items stößt, dann machst du einen roten Rahmen. Dann hast du einen, und zwar für das alte Dokument und dann für das neue Dokument. Und dann machst du schön nebeneinander die beiden Dokumente in deiner Vorschau. Du renderst für eins, du renderst für zwei, dann renderst einen Container und in Containerhälfte 1 machst du eins und Containerhälfte 2 machst du Dokument 2 rein. So, und er ist halt nicht drauf eingestiegen, weil er diesen Ansatz nicht verstanden hat, dass man auf einer analytischen, abstrakten Ebene vorher was machen kann, weil er nur verstanden hat, man macht es nachher. Okay? Ich hatte das zum, oder ein ganz, ganz krasser Unterschied halt auch. Ich habe mal mit jemandem, jemand wollte ein Projekt anfangen und das Erste, was er macht, ihr bauen jetzt sofort die Webseite. So, und sein Entwickler und ich haben uns dann hingesetzt. Wir definieren als erstes mal das Data Model, weil wir wissen wollen, was zeigen wir überhaupt an. Weil uns als Entwickler hat interessiert, was zeigen wir an? Und ihn hat interessiert, wie sieht das aus? Ja? Aber nochmal, eine schöne Frau ist schön, aber wenn sie nicht weiß, wie man Sex macht, weil sie das nicht kann, dann nutzt du die schönste Frau auch nichts. Deswegen willst du haben, dass eine schöne Frau schön sein tut, aber es ist besser, du hübschst sie nachher auf und hast vorher ihr erklärt, wie das mit dem Sex klappt. Ah. Ich versuche es immer zu erklären, dass man mich versteht. Ich bin ja Softwareentwickler. Ne? So, und Programmierer oder Softwareentwickler interessiert die Struktur und danach und die Lösung an sich und wie man die implementiert. Wurde wurscht. So, und deswegen lief das nicht so gut, weil ich halt massive Kommunikationsprobleme hatte mit demjenigen, der beurteilen kann, ob ich als Softwareentwickler zu gebrauchen bin, der aber gehen wollte, weil er keinen Bock hatte, Softwareentwickler zu sein, geschweige denn Softwareentwickler. Wir reden schon mal nur von Programmierer, weil ihm das nicht liegt. Das ist ein schlechter Ansatz. Es wäre besser gewesen, wenn man den Besten vom Team genommen hätte, nämlich den von der Uni. Wir hätten uns sofort verstanden, wir hätten sofort miteinander reden können. So. Das Ganze ist im Grunde nur ein zeitlich kurzes Problem, weil er gehen will. Okay? Das heißt, wir hätten auch nur einen Monat Kommunikationsprobleme und danach wäre er nicht mehr da. So, und mit den anderen beiden hatte ich jetzt eher nicht so das Gefühl, dass die mich nicht verstehen. Weil, wie gesagt, der eine kam auch von der Uni und der andere hat auch offensichtlich was drauf gehabt. So, inhaltlich was sie machen, ist, wie gesagt, Wasser kochen, keine Zaubertränke und was ich gesehen habe, ist es nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Jo. Es gibt eine Menge immer, wo ich sage, um Gottes Willen, das tue ich meinen Nerven nicht an. Aber ich glaube, da könnte ich arbeiten. So, das ist schon mal schön. Von meiner Seite aus. Falls ich von denen eine Zusage bekäme, bis nächsten Mittwoch, würde ich signen. Und zwar auch zum Einsteigergehalt, weil ich, wie gesagt, in den Sachen, die da machen, mich erstmal einarbeiten muss. In einem halben Jahr können wir dann gucken. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob aus den Gründen, weil ich glaube nicht, dass derjenige, der gerade geht, weil er keinen Bock hat, Programmierer zu sein, die Aussage, der Patrick ist gut, ableiten kann aus, ich habe nicht verstanden, was er sagt. Gut. Aber was auch immer, ich habe 16 Stunden meines Lebens investiert. Ich habe mir das Ökosystem angeschaut. Ich habe für mein Selbstwertgefühl verstanden, ich kann in 16 Stunden ein komplexes Ökosystem zumindest mal kursorisch überschauen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Das kann nicht jeder Studienabgänger. Und ich habe für mich jetzt auch in meiner persönlichen Arbeit nochmal das Ökosystem einordnen können. Und ich habe festgestellt,
Ich will es jetzt mal so für mich, was werde ich jetzt daraus ziehen für mich? Okay. Das, was die da nicht benutzen, ist Django. Das habe ich mir natürlich auch angeschaut, weil das ist ein Framework, um Webanwendungen zu starten. So, ist für Monolithen, werde ich für meine Webanwendungen draußen definitiv nicht benutzen. Das habe ich auch klar so gesagt, weil bei mir ist nicht mal API first, für mich ist Database first, weil bei mir über die Microservices, die gehen alle an dieselbe Datenbank. Das heißt, die Datenbank hat die Autorität. Das heißt, nicht meine Webanwendung definiert die Datenbank. Da machen wir mal gar nicht so. Sondern meine Datenbank definiert Domain-Entitäten über Software, die das dann rausrendert. Konkret Joop benutze ich bei Java. Und da das für mich so ein Produktivitätsvorteil ist, werde ich einen Teufel tun und mir überlegen, ob ich eine Microservice-Architektur ohne Java hochziehe. Weil es ist einfach so viel Arbeitserleichterung. So, das heißt, wofür kann ich Django verwenden? Naja, für nichts Großes mit Microservice-Architekturen. Ich gebe ihm, glaube ich, mal einen Versuch. Einfach mal nur anfangen, gucken. Ich habe ein Content Management bei mir. Ich habe zwei Producer mit Content und für die könnte ich halt gebrauchen. Das ist jetzt nicht so komplex. Ich habe für jeden ungefähr 300-400 Clips. Zu denen gibt es Texte und Übersetzungen in zwei Sprachen. Das ist noch überschaubar. Das sind 800 Einträge in der Datenbank. Das heißt, das kann ich sogar unkompliziert über eine SQLite-Datenbank. Da brauche ich nicht mal groß mit Postgres für den Anfang rummachen. Die Domain-Entitäten für das Ding sind einfach und kurz. Da brauchen wir auch nicht viel machen. Und im Wesentlichen ging es halt am Anfang darum, die Struktur, die ich auf der Platte habe, einzulesen und dann in die Datenbank einzutragen und dann mit Django und Backend zu schreiben, in der ich da ein bisschen rumadministrieren kann oder anzeigen oder sowas. Einfach mal für ein Feeling dafür zu kriegen. Es läuft auch unter Windows anscheinend ganz ordentlich. Es startet zumindest mal problemlos ein, das ist schon mal gut. Das gucke ich mir an. Es gibt auch diverse Bindings für Java-Projekte, wie beispielsweise RabbitMQ, mit denen ich dann die Kommunikation zwischen den Anwendungen, den Einzelanwendungen, also PHP-Anwendungen gehen dann an RabbitMQ ran, Python-Anwendungen, Java-Anwendungen können dann zum Beispiel ans Hauptsystem ran. Das ist eine Sache, wo Python nicht bei mir zum Einsatz kommen könnte. Und was halt auch interessant ist, was ich mir angucken möchte, das habe ich halt bei der kursorischen Überschrift mal angeschaut. Python scheint sowohl Thread als auch Prozessparallelisierung zu haben, kann mit Futures arbeiten und das bedeutet, dass ich auch zum Beispiel bei Microservice-Architekturen einzelne APIs direkt ansprechen könnte und könnte die parallel ansprechen und wird zum Beispiel, also angenommen, ich muss 10 Calls raushauen und jeder Call braucht ungefähr eine Sekunde. Bei PHP müsste ich 10 Mal hintereinander callen, das heißt 10 Sekunden. Und bei Python könnte ich das rausparallelisieren und dann würde im Durchschnitt so in einer Sekunde anstatt in 10 Sekunden die Antwort kommen. Also und Prozesse innerhalb von Microservice-Architekturen auf der Ebene von Prozessen und nicht direkt von den Repositories oder den APIs abzubilden, könnte es eine gute Idee sein, das will ich mal ausprobieren. Und dann ist die Geschichte, dass da halt ein paar numerische Sachen möglich sind, NumPy zum Beispiel. Ich habe noch ein anderes Framework gesehen und ich habe noch auf der Watchlist ein Video zum Time Series Analysis, wo es halt konkret darum geht, Datenpunkte im Zusammenhang zum Zeitbezug zu analysieren. Das will ich mir noch anschauen. Und generell gibt es halt ziemlich viel zum Thema Machine Learning, wo ich einfach mal mit probieren könnte. So, also es gibt genug, wo ich Python jetzt mal so zum Test bei mir mal mitlaufen lassen könnte. Ja, von daher war es für mich jetzt keine rausgeschmissene Zeit, sonst hätte ich es nicht gemacht. Egal, was dabei rauskommt, ich habe einen Gewinn draus gezogen. Das ist schon mal sehr gut. Und ich habe gesehen, also definitiv eine Sache gibt es, die mache ich definitiv nicht. Und zwar werde ich in nächster Zeit definitiv Zoop und Plon nicht einsetzen. Warum? Der Punkt ist, dass Python 3 2000, ich weiß es nicht, irgendwann 8 oder 7 oder irgendwo rauskam.
Und 2009 habe ich drauf geschaut und gesagt, das ist geil, das möchte ich gerne benutzen. Und das gesamte Ökosystem drumherum war aber immer noch auf Python 2.6. Und deswegen konnte ich Python 3 zwar benutzen, aber ich hatte kein Ökosystem, das vernünftig lief. Jetzt haben wir 2018 und soll ich euch was erzählen? Zob und Plon, die Vorzeigeprojekte von Python, laufen nur in der Version 4 in einer abgestuften Kernausführung überhaupt mit Python 3. Und alles drumherum läuft immer noch mit 2.6. Also nochmal, 10 Jahre nachdem Python 3 rausgekommen ist, mindestens 10, ist das Vorzeigeprojekt, die Killer-App, warum man eigentlich, weil es wirklich geil ist, ein Content-Management-System einzusetzen, ja, das kann man immer noch nicht richtig machen, weil das Content-Management-System und der Application-Server nach 10 Jahren immer noch nicht am Punkt ist, dass man einsetzen kann. In der neuen Sprache. Sorry, es geht nicht. Sorry, da setze ich mal, weil das ist jetzt keine Meinung, ja, sondern es ist eine Entscheidung, die ich als Geschäftsführer meiner Unternehmung, ja, treffe, als Investition in die Zukunft, dass ich sage, ich verwende keine Technologien, die es nach 10 Jahren noch nicht den Arsch hochgekriegt haben, dass sie auf der neuesten Sprachversion laufen. Weil das geht so nicht. Da nehme ich was anderes. Ja. Gut. Wenn ich auf der Arbeit dafür Geld bekomme, dass ich Python 2.6 programmiere, mache ich das. Darum geht es nicht. Aber für mich, in meiner Hütte, in meinem Gewerbe, wenn es um meine Kohle geht und meine Zukunft, treffe ich für mich die Entscheidung, Python ist eine coole Sache, solange es kleine Sachen sind, Skriptebene, aber komplexe, monolithische Anwendungen, vergiss es, das mache ich mit dem Spring Framework, weil ich brauche statische Typisierung, dann habe ich viel Produktivitätsgewinn und alles, was mit Content-Management-Systemen zu tun hat, wäre es schön gewesen, das Ganze mit Python zu machen, aber wenn sie es nicht hinkriegen, innerhalb von 10 Jahren an einen Punkt zu kommen, dass die neue Sprachversion zukunftssicher das unterstützt, I'm so sorry. Das werde ich nicht einsetzen. Ja, und es ist schön, wenn man für sich in seinem eigenen Unternehmen sagen kann, wo es lang geht. Und deswegen ist für mein Unternehmen das so. Und wenn ich dafür Geld bekomme, dass ich altbackenen Krimskrams von vor 10 Jahren durchfutscheln muss, weil er noch nicht aktuell ist und das für die Leute letztendlich profitabel ist, dann mache ich das. Ist ja nicht so. Ich will nur bezahlt werden. Und wenn ich bei mir nur Geld verliere, mache ich das nicht. Und wenn andere Leute damit Geld gewinnen, mache ich das. Ja, Geschäftsentscheidung. Nice. So, also Win-Win-Situation war das heute und was draus wird, sehen wir. Aber ich habe ja gesagt, immer Alternativen schaffen. Das heißt, die nächsten Bewerbungen gehen raus. Jo, so ist das. Und wer zuerst kommt und das beste Angebot zuerst macht, der hat zukünftig einen Patrick mehr bei sich im Büro sitzen. Peace. Bis zum nächsten Mal auf Patrick's Vlog. Tschüss.